Als wir vor 6 Wochen getroffen haben, wird das jetzt besser? Ja, ich glaube. Das Leben, die Edo steht davor. Edo, du hast zu viel Volumen. Die Bochumer Vereine sind immer schnell dabei, wenn irgendwo auf der Welt große Not ist und was jetzt auch. Wir sehen jeden Abend im Fernsehen die Bilder aus der Ukraine und da war ein kurzer Rundruf auf der Insel und da haben sich alle musikalischen Vereine schnell zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen was machen, wir können wenig machen, aber wir können Musik machen, können Geld sammeln und können ein wenig das Leid in der Ukraine versuchen, dort zu lindern. Und dann waren ganz schnell zusammen der Männerchor des Vereins Bochumer Jungs, die Trachtengruppe des Vereins Bochumer Jungs, der Musikzug, der Schenti-Chor, der Jungsverein dabei, die Feuerwehr dabei und Albertus Ackermann unterstützt uns dann auch musikalisch. Wir haben ganz viele Sponsoren, die uns heute hier mit ihren Sachen unterstützen, dass wir ganz wenig einkaufen mussten. Ihr müsst jetzt viel essen und viel trinken, dann kriegt ihr auch ein gutes Ergebnis. Und die Vereine haben sich überlegt, oder eher der Oldermann des Jungsvereins kam auf die Idee, das Geld, was wir heute ersingen und erspielen und eressen, geht an die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine, die in großer Not sind. Die Kinder sind immer die als erstes bei solchen Kriegen eine Menge mitnehmen müssen. Deswegen denken wir, da ist das Geld gut aufgehoben. Ich wünsche uns alle einen schönen Tag und übergebe jetzt an den, ich wollte sagen, den Hausmeister, stimmt ja gar nicht. Nee. Hausmeister. An unseren Bürgermeister Jürgen Ackermann. Danke. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich bin zu verstehen, muss ich ganz nah an die hier dran halten. Geht so? Ich freue mich sehr, Sie heute alle hier begrüßen zu können. Obwohl, wie Christoph Müller gerade schon gesagt hat, wie uns allen klar ist, ein Anlass zur Freude, der Grund ist ein anderer als ein Anlass zur Freude. Täglich erreichen uns die Nachrichten aus diesem abscheulichen Krieg. Die Folgen dieses Krieges betreffen uns alle, mehr oder weniger, aber am meisten natürlich die Menschen in der Ukraine. Die, die ausharren und die, die geflüchtet sind und die, die flüchten mussten. Sie alle brauchen unsere Unterstützung und unsere Hilfe, besonders die Kinder. Ich möchte betonen, dass dies keine politische Veranstaltung ist, das ist mir wichtig. Der Zweck dieser Veranstaltung, wie Christoph es gerade schon gesagt hat, ist es nicht, politische Statements abzugeben, sondern der einfache Wunsch zu helfen, das Leid der Menschen, der Kinder aus der Ukraine zu mildern. Angesichts der gefühlten Hilflosigkeit, so geht es mir, ich fühle mich hilflos angesichts dieser schrecklichen Nachrichten, gegenüber den schrecklichen Ereignissen, diese Hilflosigkeit, freut es mich umso mehr, dass es viele Menschen gibt, die die Dinge nicht einfach nur geschehen lassen, sondern fragen, was können wir tun, wie können wir helfen. Das sind die Menschen, die den heutigen Tag gestalten, die Christoph gerade aufgeführt hat und die sich hier ein Herz genommen haben, um das möglich zu machen. Diese Veranstaltung ist allein auf Privatinitiative und alles geschieht auf ehrenamtlicher Basis entstanden. Und es ist schön zu hören, dass für dieses Benefizkonzert keine große Überredungskunst nötig war, wie Christoph es gerade beschrieben hat. Alle Vereine, Künstlerinnen und Künstler haben spontan gesagt, da machen wir mit, da helfen wir mit. Und so wurde dieses Benefizkonzert mit großem Engagement und in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Ich denke mal, das ist für alle Aktiven und die fleißigen Helfer einen großen Applaus wert. Meine Damen und Herren, in Krisen wie diesen ist es auch wichtig, ab und zu mal die Nachrichten nicht heranzulassen und einmal das Leben einfach zu genießen. Heute soll ein solcher Tag sein. Genießen Sie die Darbietung bei diesem schönen Wetter und denken Sie daran, auch Spenden und das Gefühl zu helfen ist gut für die Seele. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und viel Spaß. Danke. Thank you.
Wagen und mit Seelen und mit Heimbegehr, höre die Welt auf Leiden, Oberland und Heer. Weil es ihnen wieder blieben, das verlangen steht, das verlangen steht, wie alles geht, wie was mir nachgefüllt. Alles ist entschwunden, was mich drückt und weht. Moin miteinander. Wir sind die Trachtengruppe des Vereins Bockumer Jungens 1830 e.V. Bisschen lang, ne? Sie können uns Danzkoppel nennen. Dass wir Bier zapfen können, haben wir schon bewiesen. Da vorne ist unser Stand, gleich nochmal besuchen. Und jetzt machen wir ein bisschen Volkstanz. Wir haben uns gedacht, wir haben lange keine Holzschuh-Tänze mehr gemacht. Jetzt ist Gelegenheit. Völlig überraschend heißen die Dinge auch. Großer Holzschuh-Tanz, kleiner Holzschuh-Tanz und Matrosentanz. Dann müssen wir uns ein bisschen bequemeres Schuhwerk anziehen. Für diese kleine Pause hat sich unsere Jugendgruppe bereit erklärt, so einen klitzekleinen Teil unseres Musicals, was wir jeden Sommer zweimal aufführen, Bub de Walfis, hier für sie zu tanzen, den Siegestanz. Was sonst noch passiert, erzähle ich Ihnen nachher. Viel Spaß. Thank you.
Vielen Dank, Iris. Wenn dir das gefallen hat, ein Teil von Ob de Walfis, unser Musical, was wir jeden Sommer zweimal in der Kulturinsel aufführen. 5. Juli, 16. August. Karten kann man jetzt schon kaufen. Frühling sind wir jetzt. Wir haben einen Tanz, der heißt Frühjahrsmasurka. Danach tanzen wir zu dem Westerhaf. Und danach darf nicht fehlen der Flieger. Danach sehen Sie unsere Jugendgruppe nochmal. Mich auch. Bis gleich. Flieger wäre nicht so gut. Wenn du mal Flieger bist. Und los. Thank you.
Ja? Moin. Das war noch nicht viel. Moin. Moin. Das war schon besser. Ich bin gestern Abend in Rohrichum gewesen. Das ist ein kleiner Ort bei Oldersum. Habe ganz entsetzliche Geschichten dort hören müssen. Und es war eine Krimi-Lesung mit Musik. Aber es waren auch noch andere Geschichten dabei, von denen ich jetzt nichts erzählen möchte. Nein, Christoph, das war der Schentikor, war auch mal da. Und heute bin ich dann mit dem Katz wieder nach Hause gekommen. So, und für mich ist das hier auch so mein Zuhause. Und das erste Lied handelt auch von jemandem, der nach langer Zeit nach Hause kommt, eine Mühle sieht und fragt sich, ob das wohl noch so zu der Zeit oder zu der so jetzt so ist, wie zu der Zeit, als er wegging. Das heißt Der Möhl, ein Gedicht von Klaus Groth, was vertont wurde von Hannes Wader. Und das ist für mich immer das Lied, wenn ich nach Hause komme. Ich hab klar in der Ruhe, die Postbrunnen hau. Und ich denk die Fernschallgesang. Mein Herz sticht da hoch, ich weiß nicht, was ich seh. Ein Kranz läuft den Backen entlang. Die Nacht geht zur Ruhe, krass liegt die Dau. Die Wolken am Himmel waren rot. Bleib allen so still, ich weiß nicht, was ich will. Ich glaub, mir ist traurig der Mut. Die Weih, wie der über die Heid, das schimmern Himmel im Müll. Da ist mir als wenig, da ist für dir, und sehe den Möhl, wach und spiel. Die Nacht geht so nur, krass liegt die Dau, die Wolken am Himmel waren rot. Da hat alles so still, ich weiß nicht, was ich will, ich glaub, mir ist traurig genug. Verhag auf den Schoß. Ist dein Leben klung, die Mann sett und sung, die Wolken am Himmel waren rau. Die Nacht geht und ruh, krass liegt die Dau, die Wolken am Himmel waren rau. Da darin so still, ich weiß nicht, was ich will, ich glaub, mir ist traurig genau. Thank you.
kann ich will, ich glaube, ist der Horizont. Da wär ich noch klein, nu bin ich allein, weil doch die Alte noch steigt. Die Luft ist so duri, der Leid ist so truri, weil doch die Mörder noch geil. Ach, geil, du, du, das riecht dich auf, die Wolken am Himmel waren rau. Hör allen so still, ich weiß nicht, was ich will, ich glaub, mir ist traurig geworden. Ach, geil, du, du, das riecht dich auf, die Wolken am Himmel waren rau. Hör allen so still, ich weiß nicht, was ich will, ich glaub, mir ist traurig geworden. Dankeschön. Zu füllen. Nach dem nächsten Lied fragen wir wieder nach. Roloff, ist das Akkordeon an? Wir hören Akkordeon. Wir haben keine Monitore. Und kein Bier. Und kein Bier. Aber du hast es haben gibt wir. Kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier. Schnüffel die Pen. So, wir warten nur, dass Roloff den rechten Arm hebt, dann legen wir los. Okay. Ja. Okay. So, wir können loslegen, glaube ich. Ja. Hat er gesagt. So, jetzt geht's los. Blaue Jungs, die müssen fahren.
Mädchen, Ade. Ich komm wieder, bleibt mir treu, mein blondes Kind. Mädel, weine nicht, wenn dein Herz aufbricht, denn wir suchen Sturm und Wind. Wir sind Kameraden, bei uns geht alles klar. Auf alle weiten Bahnen, in Not und in Gefahr. Schiff ahoi! Tut der Abschied auch so weh. Blaue Jungs, die müssen fahren. Komm ihr Mädchen, komm ihr Mädchen. Das war aber ein Bettes noch schlechter. Moin! Klappt immer noch nicht. Immer noch zu viele leere Gläser. Das kriegen wir heute Abend noch hin. Der Shantycore, die Oldtimer, machen heute den Abschluss von dem Benefizkonzert, den wir mit ganz vielen Vereinen hier geplant haben. Wir haben super Glück mit dem Wetter. Wir sind super froh, dass ihr hier seid. Und wir sind aufgeregt, denn es ist unser erstes Konzert nach ganz, ganz langer Zeit. Aber mit eurer Hilfe schaffen wir das. Solltet ihr Bons in der Tasche haben und sagt, ja, wir können nicht mehr, wir haben alles gegeben, gibt es uns. Wir trinken euer Bier, ihr spendet, wir trinken für euch. Es wird ein runder Abend und ein langer Abend. Uns fehlt der Wind. Dann kommt uns Ronny, erklärt euch den Harfenunterricht. Danach. Und danach kommt noch Farewell to Carling fort mit unserem Marcel. Viel Spaß. Warte gar nicht. Uns fehlt der Wind, uns fehlt der Wind, uns fehlt das Meer. Hey, 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 Kette, bring noch ein paar Kohlen mehr, bring noch ein paar Kohlen mehr. Uns fehlt das Salz, uns fehlt das Salz und das Leben an Meer. Und überall wankt der Gingo,
Ich habe jetzt, da gibt es eine An-Aus-Taste drauf. Das ist sehr schön. Das ist jedes Jahr was Neues. So, soll ich zu euch kommen? Ich komme zu euch. Nee, ich bleibe hier oben erstmal. Viele Leute in meinem Lande kennen einen Hafen nicht. Darum gebe ich musikalisch einmal Hafenunterricht. Wasser ist der Hauptbestandteil und es ist auch nicht verkehrt. Wasser hat sich für die Schifffahrt immerhin ganz gut bewährt. Ja, das weiß der weiß schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt und von der Waterkant. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt und von der Waterkant. Lässt ein neues Schiff man bauen auf den sogenannten Werft, werft man meist das alte weg, drum hat die Werft den Namen Werft. Soll das Schiff gedoktert werden, soll am Schiff gedoktert werden, danke, legt man es im Dock zur Ruhe. Liegt das Dock weit von der Kneipe, sagt man Trockendock dazu. Wer weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Kleine Schiffe mit Motor, die kauft man nur per Kasse bar. Darum nennt man sie Barkasse. Das ist doch wohl jedem klar. Fährt das Schiff, was oft passiert, nen Frauenverein nach Helgoland, nennt man so ein Schiff Schraubendampfer. Das ist weit und breit bekannt. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Sicher fragt ihr, woher weiß der Ronny, was er hier erzählt? Tja, ich wollte mal Captain werden. Na ja, das hätte gar nicht viel gefehlt. Hab das Studium aufgegeben, denn ein Haken war dabei. Da muss man Sextanzen kennen. Leider hab ich doch bloß drei. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Waterkant. Thank you.